Herzlich willkommen. Heute kam das neue Event Operation Monarch online und was das Event und die ganzen Herausforderungen beinhalten, schauen wir uns hier heute in diesem Video an. Möchtest du zukünftig solche Videos nicht verpassen, lass mir gerne den Daumen nach oben da, abonniere hier unten meinen Kanal und dann bist du immer auf dem aktuellsten Stand, wenn es um Call of Duty Warzone geht. Wie bei jedem Event ist es auch diesmal so, dass wir hier oben ein Menü haben, ein Eventmenü, wo wir draufgehen können und uns dort dann unterschiedliche Herausforderungen angezeigt werden. Ganz rechts zeige ich euch erstmal hier den Blueprint, den man mit den Herausforderungen freischalten kannst, also erledigst du alle Aufgaben, die hier gleich aufgelistet sind und die ich mit euch Teil für Teil durchgehen werde, dann bekommst du dieses Ding hier, uralte Rivalität, DMR Bravo, der legendäre Bauplan. Was müsst ihr jetzt für das Event eigentlich machen? Also, wenn ihr ganz normal im Hauptmenü seid, wird euch zunächst erstmal ein Modus auffallen, der vorher nicht da war. Richtig, Operation Monarch. Alle Herausforderungen sind dort in diesem Modus zu erledigen. Die sehen folgendermaßen aus. Als allererstes haben wir, nutze die Abschussserie Titan Scream Gerät dreimal. Was genau ist dieses Gerät jetzt? Das ist das, was ganz rechts in der Leiste oben abgebildet ist. Und wenn du relativ viele von diesen Monarch-Symbolen aufsammelst, beziehungsweise durch das Abschießen von King Kong oder von Godzilla generierst, erhältst du irgendwann dieses Scream Gerät. Dieses Gerät kannst du aktivieren, dann jeweils auf King Kong oder auf Godzilla stellen, was zwei unterschiedliche Fähigkeiten sind und die kannst du dann entweder auf Gegner oder ganz normal auf King Kong oder auf Godzilla feuern. Dieses Gerät musst du dann dreimal benutzen und schon hast du die erste Herausforderung erledigt. Die zweite Aufgabe ist relativ einfach zu verstehen, da musst du einfach nur King Kong Schaden zufügen. Egal wie, du kannst ihn umboxen, du kannst ihn umschießen, du kannst in ein Flugzeug gehen, damit draufschießen, aus dem Helikopter mit den Geschützen draufhalten, egal was du machst, es zählt hier zu, Hauptsache du machst Damage. Bei der nächsten Aufgabe geht es um die Monarchdaten. Und die Monarchdaten bekommst du, wenn du die Gegner wegschießt oder halt, wie gerade schon gesagt, auf King Kong oder auf Godzilla schießt oder ganz simpel einfach Lootboxen öffnest. An der Zahl brauchst du dann 3000 Stück. Das gleiche, was ich gerade für King Kong erklärt habe, musst du auch für Godzilla machen. Insgesamt 135.000 Schaden und das gegen Godzilla. Die nächste Aufgabe ist eine, die, ja sag ich mal, stundengebunden ist. Die kannst du nur passiv in den Operation Monarch Runden erledigen. Insgesamt musst du 6 Stunden diesen Modus spielen. Dann hast du auch die nächste Aufgabe erfüllt, was eigentlich innerhalb der Eventzeit, also die 13 Tage und 22 Stunden, die momentan zum aktuellen Zeitpunkt noch für das Event zur Verfügung stehen, eigentlich wohl zu schaffen ist. Auch die Zeit, wie lange das Event noch läuft, habt ihr oben im Eventmenü stehen, unter diesem roten Symbol, das für Operation Monarch steht. Es geht weiter, und zwar die nächste Aufgabe, füge den Titan 500.000 Schaden zu, also auch hier wieder eine Damage-gebundene Geschichte, relativ einfach zu erledigen. Weiter geht's mit der Aufgabe, die ich jetzt schon zu dem Zeitpunkt hier erledigt habe, nutze die Abschussserie Titan Scream Gerät einmal. Quasi als allererstes haben wir die Aufgabe, das Ding dreimal zu benutzen, die vorletzte Aufgabe ist dann, das Ding einmal zu benutzen, von daher habe ich die jetzt schon erledigt. Auch relativ selbsterklärend. Als allerletztes dann die Aufgabe, platziere dich 12 Mal unter den besten 30%. Also du musst relativ gut abschließen, sage ich mal, was an sich eigentlich kein großes Problem sein sollte, vor allen Dingen zu Beginn des Events, weil da sehr viele Leute noch gar nicht wissen, wie das eigentlich läuft und man mal schneller den ein oder anderen Sieg generiert, als wenn man die Aufgaben relativ zum Schluss des Events erledigen möchte. Wie gesagt, das sind jetzt alle Aufgaben, die ich euch hier gezeigt habe. Zu guter Letzt gibt es dann diesen Skin hier. Vieles davon erledigt sich eigentlich relativ passiv nebenbei. Man muss nicht aktiv auf irgendwelche komplizierten Aufgabenstellungen eingehen. Von daher zockt einfach den Modus, erledigt das Ganze schön passiv und habt Spaß beim Event. Wir sind jetzt am Ende des Videos angekommen. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wenn das Ganze dir gefallen hat, lasst mir gerne den Daumen nach oben da. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein!